Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns dann auch mal die Predictions an für die K.O.-Phase der Intel Extreme Masters in Katowice. Und zwar bis jetzt hatte noch alles funktioniert. Also ich habe von jedem Pick'em die 5 richtigen Predictions gehabt. Und ja, bei der gestrigen Dings war es dann schon etwas knapp, weil FaZe Clan, der hat mir dann noch gefehlt und die haben mir dann gestern noch ein ziemlich krasses Game gegen Cloud9 gespielt, also war eigentlich ziemlich intensives Game, aber FaZe Clan hat es ja dann dennoch gemacht. Aber ich will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, auf die gestrigen Picks. So, kann ich mir die jetzt schon gönnen? Spiele der IEM Katowice 2019 werden hier aufgelistet. Derzeit sind keine Spiele aktiv oder Download verfügbar. So gerne von jedem Spiel beliebigen Spiel dieses Turniers zu einer Summe. Endlos war bis 31. März. Okay, ich gehe mal davon aus, das kann man dann erst am Ende des Turniers machen. Ist aber auch okay, weil dann kann ich die alle auf einmal dann auch. So, wir kommen zu den Pick'ems. Wir haben hier Astralis, Nip, Mibre, Renegade, Team Liquid, Ants, Navi und FaZe Clan, die was es bis hierhin jetzt mal geschafft haben. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt einfach ist zum Betten, aber ich habe hier einfach jetzt, sage ich, brauche ich glaube ich nicht lange überlegen, sondern ich weiß schon so ziemlich, was ich hier machen werde. Und zwar Astralis gegen Nip, würde ich mal sagen Astralis weiter, weil Astralis ist meiner Meinung nach jetzt so einfach, oder schon generell nicht nur jetzt, aber Astralis ist einfach das Number One Team oder eines der Number One Teams. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es gibt wenige Teams, was besser sind als Astralis, beziehungsweise was Astralis halt das Wasser reichen können. Nip ist meiner Meinung nach an sich ja auch schon ein gutes Team, nur die haben jetzt in letzter Zeit überhaupt hier jetzt bei Major nicht diese Klasse gezeigt, was sie normalerweise zeigen können. Von dem her, ja, glaube ich, so sage ich, da ist Astralis schon weiter. Am Übrigen Renegades. Renegades ist ja ein Team, das was zum ersten Mal hier in den Playoffs ist, oder generell bei einem Major in den Playoffs ist. Die waren ja noch nie so weit. Und ich muss auch sagen, ich habe sie auch unterschätzt bis jetzt. Sie haben ja zuerst 3-0, also waren sie bei unter den Teams mit NRG, war es ja 3 Wins ohne Niederlage, und jetzt dann bei der Legend Stage haben sie ja ebenfalls 3 Wins, aber dafür dann halt eine Niederlage. Und ist an sich sind es mal ziemlich gute Stats. Nur Milbro, glaube ich, ist da dennoch bei weitem überlegen bei Renegades. Ich weiß ja nicht, Renegades, wie die dann spielen werden, dann wenn das Ganze halt wirklich vor Publikum und wenn da, sag ich mal, 1 Million Viewer zugucken in den Streams, wie sie sich da dann, beziehungsweise wie die Nerven von denen, ob sie das aushalten werden. Und Mibre ist halt generell ja ein Team, die spielen ja schon das wievielte Mal jetzt bei einem Major mit. Ich glaube, das erste Mal war, glaube ich, vor 4 oder vor 3 Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die da schon viel mehr Turniererfahrung. Und ja, also für alle, die nicht wissen, für was Mibre steht, und zwar ist das Made in Brasil, da bin ich auch erst letztens irgendwann drauf gekommen. Weil nur so mal eine kleine Randnotiz. Dann Team Liquid gegen Ants, da glaube ich sind wir uns alle einig, dass hier Team Liquid weiterkommen wird. Und bei Navi gegen FaZe, das ist halt so eine Sache. Normalerweise würde ich sagen Navi, beziehungsweise ich werde auch sagen, dass hier Navi weiterkommt. Nur FaZe Clan hat gestern gegen Cloud9 so gut zusammen gespielt. Erste Map war ja Cash. Und sie hatten ja in der ersten Halbzeit, waren sie Cityside. Und die haben damit zwar keine neuen Strats, was sie da hatten, sondern eh auch Sachen, was man schon öfters gesehen hat bei einem Major. Aber was mir bis jetzt halt gefehlt hat, ne? Es war gestern meiner Meinung nach das
interessanteste Game vom Skill hier, einfach vom Skillniveau. Man hat gemerkt, FaZe Clan gegen Cloud9, da sind wirklich Pros, was gegeneinander spielen. Und FaZe Clan hat bis jetzt auch noch bei keinem einzigen Game bei diesem Major bis jetzt so gespielt oder so zusammengespielt wie gestern gegen Cloud9, finde ich. Und das ist halt meiner Meinung nach, sage ich da mal, FaZe Clan hatte vielleicht auch noch mehr Threats auf Lager, die sie halt bis jetzt aber noch nicht spielen wollten, weil sie die halt ja nicht, ne, jetzt, dass die halt schon wieder kennt. Oder dass die da halt noch irgendwelche Sachen einstudiert haben. Wobei Navi ist ja da generell auch das ein Team vom selben Kaliber. Und denen könnte man dasselbe auch unterstellen, dass die da jetzt irgendwelche Threats noch parat haben, was sie sich halt jetzt für die K.O.-Phase aufheben wollen. Von dem hier ist das ja dann wieder ein Ausgleich und da sage ich dann ja, dass Navi hier das schippen wird. Und so, dann geht es ja weiter ins Halbfinale. Wer wird hier spielen? Astralis Myrre. Da würde ich sagen, dass der Astralis weiterkommt. Und hier würde ich dann auch sagen, Team Liquid gegen Navi, dass Team Liquid weiterkommt. Und das wäre meiner Meinung nach auch das Finale, was ich mir wünschen würde, Astralis gegen Team Liquid. Weil das einfach, also das sind halt die Top-Teams momentan, meiner Meinung nach. Und laut Statistik auch. Und das wäre ein Finale, was ich mir wirklich wünschen würde. Und Team Liquid ist, hat definitiv dann auch Chancen, das zu gewinnen. Astralis hat ebenfalls die Chance, das zu gewinnen. Das ist dann halt, ja, da bin ich mir selber nicht ganz sicher, wer das hier shippen wird. Aber ich glaube dann doch eher, dass das Astralis machen wird. Astralis ist für mich dann halt doch noch das Team, was im Vergleich zu Team Liquid halt dann die Nase vorne hat. Somit würde ich dann auch sagen, dass Astralis das Finale gewinnen wird. Und wie gesagt, ich möchte ja nicht callen, dass es jetzt einfach ist zu betten für mich. Aber weil es kann ja immer irgendwas schief gehen. Kann ja sein, dass dann FaZe Clan wirklich hier noch irgendwelche Threats parat hat und dann gegen Navi schlägt, also Navi dann schlägt. Oder dass zum Beispiel Renegades gegen Myrre da dann doch dann besser performt und Renegades weiterkommt. Auf jeden Fall, hier braucht man ja dann zwei richtige. Das sage ich mal, ja, Astralis gegen Nip wäre halt schon eher mehr so das Safe Bet, Team Liquid gegen Ants auch so hier das Safe Bet. Und dann hätte man halt hier dann schon mal die zwei richtigen, was man brauchen würde. Ja, und dann geht es halt so weiter. Astralis sage ich dann halt auch weiter gegen Myrre, Team Liquid dann auch weiter und dann sollte das so hinhauen. Wäre halt dann, sage ich mal, kacke, wenn alle Games aufgehen, beziehungsweise, ja, dann gehen halt hier nur zwei auf und hier dann eines davon. Nur, und dann ist das Astralis halt jetzt nicht, zum Beispiel dann einfach Team Liquid das Finale gewinnt, dann ist das hier der eine Bett, was mir dann halt auf die Diamant-Medaille fehlt, weil jetzt habe ich ja Silber, wenn ich jetzt zwei Sachen fehlen mir dann noch auf Gold. Und die zwei hole ich ja sozusagen nur durchs Zuschauen. Also Gold hitten ich und die Boys das halt auch so gebettet haben wie ich. Wir hitten Gold auf jeden Fall. Ist ja jetzt auch nicht so schwer. Und ja, Chancen stehen, sage ich mal, gut für die Diamant. Nur für Diamant muss man ja alles richtig haben, so viel ich weiß. Und das ist halt dann das Spannende jetzt, was das Ganze halt noch ändern kann. Aber ich lasse das jetzt mal so und ich habe vorhin auch noch ein bisschen in den Forums rumgeguckt und ich bin hier jetzt, glaube ich, auch nicht der Einzige, der was das so setzt, sage ich mal. Ich meine, ein paar meinen hier, Renegades kommen noch weiter. Die haben halt dann Renegades weiter getippt und dann waren noch ein paar Leute der Meinung, dass es Team Liquid gegen Astralis gewinnen sollte, aber ansonsten ist das, was ich hier auch setze und das, was halt meine Meinung ist, dass was auch viele von, also generell da draußen von den Boys, die was das halt so derselben Meinung sind als ich. So, und bevor ich dann das Video auch schon wieder beende, möchte ich noch kurz auf eine Frage eingehen, die ich glaube ich weiß nicht, ob es gestern oder heute in der Früh war,
Auf jeden Fall wurde ich ja gefragt, weil ja dieses Monat noch kein monatliches Giveaway gekommen ist. Und das wird diese Woche noch kommen. Ich weiß halt jetzt nicht wann, ob es Mittwoch, Donnerstag oder Freitag wird. Ich habe auf jeden Fall vor, dass es halt noch, wie gesagt, dieses monatliche Giveaway, dass es auf jeden Fall im Februar noch geschieht. Dann war es dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und wäre auch ein mega Support. Und dann könnt ihr mir noch in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer hier das Major gewinnen wird, beziehungsweise generell einfach eure Pick-and-Predictions. Würde mich auch interessieren. Und dann sage ich auch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.